Sie trägt ein schwarzes Korsett, sie trägt einen schwarzen Rock, sie trägt schwarze Strümpfe und noch schwarze Schuhe. Ja, sie hat ja ausgesehen wie eine Totengräberin. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, wow. Yeah. How I love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Oh, 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 yeah. Come on. Im lettischen Riga sucht Walter aus Berlin nach seiner großen Liebe. Der 55-Jährige hat für sein heutiges Date eine romantische Bootsfahrt geplant und wartet in seiner Kapitänsuniform auf die passende Dame. In Riga gibt es so kleine Kanäle, die durch die Stadt gehen, so wie in Venedig. Und da gibt es so kleine, schöne Schiffchen, die diese Kanäle entlangfahren. Und dann habe ich so ein Schiffchen exklusiv gemietet und wollte mit der Frau alleine durch diese Kanäle fahren. Ich habe ja erst gar nichts gesehen. Ich habe da ewig rumgeschaut und so. Auf einmal höre ich da jemand rufen. Hi, Walter. Aber es gibt ja mehrere Männer, die Walter heißen. Und dann kam so von links die Renata. Die habe ich erst gar nicht erkannt, weil sie auf einmal ganz sportlich angezogen war. Hello. Ah, hello. Good morning. My name is Walter. Marta. Hello, Marta. Nice to see you. Hello. Ich habe mich ja fast verschluckt. Also die sah aus, wie wenn sie eine Totenmaske im Gesicht hätte. Also ich war sowas von erstaunt. Also ich habe den Mund nicht mehr zubekommen. Mit anderen Worten, Walter missfällt Martas Make-up. Die kann beim nächsten Fernsehkrimi kann sie sich in die Pathologie als Leichenschauspielerin hinlegen, ja? Aber nicht mit mir. Und dann gibt es noch eins. Also die Frau hat scheinbar noch nie eine Frauenzeitschrift gelesen. Wenn eine Frau schwarze Haare hat, dann ist sie ein sogenannter Wintertyp. Und der Wintertyp kann eigentlich sehr kräftige Farben tragen. Was macht sie? Sie trägt ein schwarzes Korsett, sie trägt einen schwarzen Rock, sie trägt schwarze Strümpfe und noch schwarze Schuhe. Ja, sie hat ja ausgesehen wie eine Totengräberin. Ich werde doch, also das ganze Erscheinungsbild dieser Frau hat mir überhaupt nicht gepasst. Martha, you see, I would like to do a special performance and a theme date. So I'm dressed as a captain, but there is a problem. Ich habe dann ganz tief Luft geholt und habe mir schnell eine Ausrede einfallen lassen. Ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, mit dieser Frau eine Stunde lang in diesem wunderschönen kleinen Boot über die Kanäle zu fahren. Also das Einzige, da wäre meine Seele ins Wasser versackt und das ganze Date wäre sowas von traurig gewesen. Ich kann keine falschen Komplimente machen und ich kann nicht jemand anlächeln, den ich unmöglich finde. Los Angeles. In der Filmmetropole im amerikanischen Kalifornien will Elvis aus Braunschweig seine Traumfrau finden. Heute ist er in einem Park mit der 30-jährigen Tiffany verabredet. Ich ging auf sie zu, dann sah ich sie so auf diesem Stein sitzen. Mir sind erstmal ihr kurzer Rock aufgefallen und ihre langen Haare. Und ich dachte, wow, die ist auch ganz schön heiß. Und es kommt noch besser. Je näher ich drankam, desto heißer wurde sie. Hallo. Hi. Elvis? Yes. Tiffany. Hi Tiffany, nice to meet you. Nice to meet you. Verkäuferin Tiffany hat Elvis direkt den Kopf verdreht. Ist das die Liebe auf den ersten Blick? Tiffany ist die Frau meiner Träume. Sie ist total toll. Sie quatscht mit dir einfach, lächelt dich an. Ist total sympathisch, nett, lustig, auch ein bisschen frech. Well, I thought, for our first date, do you know how to play football? No. No? I've heard about it, but I've never played it. I even don't know the rules. Oh, okay. Well, I'm gonna teach you, and you're gonna... Are you a football player? Yes. Really? Mm-hmm. Women play football? Oh, yeah. We really? Kick ass. Yes? Absolutely. Ich fand es super geil, dass sie das vorgeschlagen hat. Dann haben wir gleich was, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Action und auch ein bisschen Spaß dabei. Und ja, das kann ja lustig werden. We have to have the right accessories. Okay, nice. I brought this for you, okay. To make you feel comfortable. I brought the hat because. Ich habe den Hut mitgebracht, weil meine Mitbewohnerin ihn mir gegeben hat und gesagt hat, dass alle Deutschen sowas tragen. Ich wollte passend aussehen und ihm das Gefühl geben, zu Hause zu sein. We have this. It's a football, I think. You take that. Oh no. You have to wear this for protection. Okay. Very nice. Yes? Yes. Oh, looks stronger, right? Oh, yeah. I protect you, because I hit hard. I hit very hard. You really play football? Yeah. Football ist auf jeden Fall ein typisch amerikanischer Sport. Wir lieben es hier und jeder spielt es. Also wenn er hierher kommt und seine Traumfrau in Kalifornien finden will, muss er unbedingt alles über Football lernen. Oh, it doesn't fit. Oh, my ear.
You want to wear this instead? Yes, of course. Okay. Baby, I'm playing on you. Very difficult to move with these shoulders. Yes, this is big for my head. Yeah. It's good. So now you are protected. Now you ready too. To play? Yes, you too. Right. Yes. So what to do? Just throw the ball. I'll show you. We go. Okay. We play. Wait. Let's go. Right here. Can you see something? I can see. Wir sind total auf einer Wellenlänge, was den Humor angeht. Also wir haben gleich anfangen nur gelacht, weil sie hat einen Witz nach dem anderen rausgehauen. Und ich habe ihn auch verstanden. Ich habe mich total wohlgefühlt, gleich von Anfang an. Zurück nach Riga, der Hauptstadt von Lettland. Hier hat Walter eigentlich eine romantische Bootsfahrt geplant. Doch Lettin Marta ist ganz und gar nicht sein Typ. Ich bemühe mich immer, auf seriöse Art und Weise aus einer Situation rauszukommen. Und deshalb habe ich diese Ausrede gewählt, eine Notlüge, die, glaube ich, in dieser Situation erlaubt war, um mich wirklich von dieser Last zu trennen, mit dieser Frau eine Stunde lang ein wunderschönes Date auszukosten, was sie eigentlich in diesem Outfit nicht verdient hat. Tut mir leid. I got a very bad personal news now. I'm not in the mood to make an appointment now. Als Walter gesagt hat, dass er eine Nachricht erhalten hat, habe ich sofort verstanden, dass Marta ihm einfach nicht gefällt. I'm very sorry. Oh. I prepared everything. I hired a boat, but I don't feel very well in the moment, and I don't want to tell further details. But it's a very bad personal news, and I hope you don't mind. But I'm not in the mood to. I'm very sad. And no, okay, I understand, but. Es wäre von ihm höflich und einfühlsam gewesen, Marta wenigstens auf einen Kaffee einzuladen, weil der erste Eindruck nicht immer der richtige ist. Außerdem wäre es durch die Möglichkeit, mal 20 Minuten zu reden, auch für das Mädchen einfacher gewesen. Wenn ich Nein sage, dann ist Nein. Und ich erlebe das ja auch von Frauen, die mir absagen. Also man muss auch hier mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn ich mich ganz konkret ausdrücke, ich lasse mir keine Frauen unterjubeln. Das haben andere schon versucht und das lasse ich nicht mit mir zu. Marta, would you mind that I talk to Renata for some minutes, because I need a personal assistance from her to solve my problem? Yeah? Okay. Can I go with her for 2-3 minutes? Yeah. Okay. Would you like to come with me? Thank you. Walter ist außer sich. Ich habe dann vergessen, mich von der Marta zu verabschieden. Ich war froh, dass ich einigermaßen aus dieser Situation rausgekommen bin. Und also es war sowas von unangenehm und blöd und dumm. Also blöder hätte es nicht laufen können, tut mir leid. In Los Angeles im amerikanischen Kalifornien hat Elvis aus Braunschweig ein Date mit der 30-jährigen Tiffany. Die beiden verstehen sich blendend und wollen sich beim American Football näher kennenlernen. So your news. Go like this? Aha. Ich konnte nicht wegschauen. Also. Sie hatten einen gut durchtrainierten Hintern. Das war sehr gut. War ein schöner Anblick. And then you're gonna hike it. When I say hike. Okay. And then you're gonna run. And then I'm gonna throw it to and you. Okay. And then when you catch it, you run a little bit and you throw it on the ground and you dance. Okay. Sounds funny. All right. So okay. You wanna bend over. Have I to count or something? Just like that. And now? More bent. Okay. Just like that. Very nice. And? Okay. Hike. All right, run, 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 run. Wait. Okay, run. Go, get it. Achso. Woo, run, run, run. Woo! All the small things, true care, true dreams. Yeah. That's what football is all about. Catch the ball! Yes, good throw. Oh, you cannot see, I forgot. Good job! Yes. Good job! Really? You are like excellent football player. Ich war super locker, weil sie mich total angesteckt hat, auch mit ihrem Spaß, ihrer guten Laune. Und das war ein geiles Gefühl.
die ist echt für jeden Spaß zu haben. So eine Frau muss erst mal finden. Okay, but now I want to see you back. This time I threw the ball. Okay. But I think with Mr. Helm you don't see anything. Okay. It could be dangerous. I know it. I got it. All right, you ready? Okay. Wait. Jetzt zeigt Tiffany, was sie drauf hat. Hi. Oop. Run, baby, run! Can you see it? Nice! Woo! Nice! And now dance. Wie sie getanzt hat, fand ich total geil. Also, habe ich auch gesehen, sie hat auch Körpergefühl und Rhythmus. Und obwohl sie sehr wenig sehen konnte mit ihren Helmen, total cool. Am liebsten wäre ich zu ihr hingerannt, hätte mit ihr mitgetanzt. And that's very how good. You do it. You're a champion. You're a born champion. And that's how you do it. Good job. It's a hard sport because I have more weight with the shoulders. It's good. It's good. When you hit people, it's good when you have lots of weight. Oh, yes, of course. Totally. Can we do it one more? No, I'm done. No, you're done? Normalerweise bin ich ja ein sehr ausdauernder Typ, aber mit so einem Schulterschutz, der fast 10 Kilo wiegt, ist natürlich schwer, vor allem bei der Hitze, lange durchzuhalten. Deswegen dachte ich mir, ja, ehe ich mich peinlich mache, beenden wir das langsam. Well, it was nice to meet you. It was also nice to meet you, Tiffany. And you're like a beautiful woman. Oh. And very funny and sportive and we have so much in common. Yes. Verkäuferin Tiffany. Ist sie endlich die Frau, mit der Elvis eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann? Tiffany mag gern Sport. Sie ist eine lustige Frau. Wir haben so viel gemeinsam, ich glaube, sie ist meine Seelenverwandte. Tiffany kommt meinem Ideal von einer Traumfrau sehr, sehr nah. Ich kann mir also gut vorstellen, dass da zwischen uns etwas laufen kann. I think we will meet again, right? If you wish. Yes. I hope so. I would like that. Can I have it, or do you want to take it with you? You can have it. Oh, thank you. It's to remember me. Bye. Yes, all the time. Okay, Tiffany, I will call you. Okay. And then we meet us again. All right. It was nice to meet you. I wish you all nice the best. Nice to meet you, too. Next time, we'll try golf. Maybe. We will see. Okay, bye. Bye. Hier liegt Liebe in der Luft. Und das diesmal offenbar von beiden Seiten. Tiffany ist eine Frau, die ich unbedingt wiedersehen muss. So eine Gelegenheit habe ich mir nicht durch die Finger gleiten lassen. Ich will ihn auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Er war richtig toll. Mal sehen, was passiert. Zurück nach Riga, der Hauptstadt von Lettland. In einem Park im Stadtzentrum hat Walter aus Berlin mit Partnervermittlerin Renata ein Hühnchen zu rupfen. Ich habe ihr am Tag vorher gesagt, diese Frau möchte ich nicht daten. Sie hat auch auf den 3 Bildern, die sie in der Agentur hatte, kein einziges Mal gelächelt. Und so jemand date ich nicht. Und trotzdem schleppt die Renata die an. Also es gibt eine saftige Abmahnung für die Renata. Da war ich zum ersten Mal richtig von ihr enttäuscht. Ich lasse mir niemand unterjubeln. I'm sorry, Renata, but Marta is not my type of woman. I know that even the outfit what she has, I know that this is very expensive, but I don't want even to go around in public with such a woman because other people will think I only have her because she is good in bed. Ich laufe nicht mit Frauen rum, die so ein Korsett anhaben, dass alle Leute auf der Straße denken, der hat die nur, weil sie gut im Bett ist. Ich will eine elegante Frau, die ein Erscheinungsbild hat, aber niemand, wo die Brüste fast hier oben rausquillen. Das mag ich nicht. Das kann man im Schlafzimmer machen, aber nicht in der Öffentlichkeit. I remember quite well, when we looked on your computer, you showed me her. I said, I don't want to meet her. But one day before, you told me that you don't want to meet Liga too, you know? But you remember these sweet kisses? Did you hear about this? Sure. Lettin Liga hatte Walter bei einem Date im Flugsimulator regelrecht verführt. Oh. Mm. I like you. Das weibliche Pendant zu Walter, sozusagen. I got the feeling what it means if a man goes too quickly to a woman. She did this with me. It was not me. Of course, I did not refuse. But it was a little bit strange and a little bit too quickly. My preferred one and my place number one is Olga from the first date in the Botanic Garden. Mit ihr hatte Walter Rosen gepflanzt und sich sofort verliebt. Olga hat so eine liebliche, nette, freundliche Ausstrahlung gehabt. Es ist wie wenn andauernd eine ganz zarte Sonne neben dir ist. What do you think about us? About our future? We can try and we will see.
war schon verliebt, also sehr sogar. Also er hat mich schon sehr beeindruckt. So what kind of feedback did you get from her about me? She likes to have family and child. Yeah. And for this reason I should ask you, how old are you really? Ist Walter etwa gar nicht 55? 56. I'm sorry, but she told me that you look a little bit older. She don't believe. And I'm very young in many things. Yes, I know. I am a baby, you know, in my mind, baby. It's not a question how you feel. It's a question about reality. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich habe sehr gute Werte, das habe ich ihr auch gesagt. Mein Arzt sagt immer, ich habe Werte wie ein 28-Jähriger. Also, dass ich mich als alt abstempeln lasse, das lasse ich nicht zu und ich bin nicht alt. I believe you. I believed you. Yeah. And you. Well, but you know, somebody looks older, somebody looks younger. I don't know why she thinks that you are older. I don't know, but her opinion is that you are too old to have a child. Is this a no from Olga? Or? Yes, it's pity, but that's all. I'm sorry. Am Anfang hat mich das sehr deprimiert. Es ist halt so. Auf zu neuen Ufern, klatsche die Hände, ab die nächste. Los, es ist so. Irgendwann wird es klappen. Es ist so, wie wenn du... Ich will jetzt keinen Vergleich nennen, aber wenn du irgendwo im Kaufhaus bist und ein Hemd gibt es nicht in deiner Größe oder ein Kleid, dann nimmst du halt das Nächste. Entschuldigung, die Vergleiche hinken immer, aber was soll das? Früher habe ich mir da Gedanken gemacht, habe gedacht, was ist an dir falsch oder so. Was soll's? Ab, neck die Nächste. Dafür bin ich ja hier.